Wie fängt es an? Eine Idee, ein Geistesblitz. Am Ende eine Erfindung, die die Welt verändert. Es startet mit Neugierde. Vielleicht in einem Experimentierraum wie diesem hier. Vielleicht auch in einem Wiener Kinderzimmer 1920, als ein Kind namens Hedy Lamarr alles auseinandergebaut hat und wieder zusammengesetzt. 20 Jahre später war Lamarr ein Hollywood-Star und die Erfinderin der Verschlüsselungstechnologie, mit der uns heute Wi-Fi und Bluetooth ermöglicht wird. Uns Grünen geht es darum, Ideen einen Raum zu geben und Gedanken den Blitz zum Fliegen. Weil wir überzeugt sind, dass wir gemeinsam Kinder und Erwachsene den Wandel voranbringen, uns fortentwickeln. Bildung ist dafür der Schlüssel. Sie entscheidet, ob die heutigen Hedys ihre Talente entfalten können. Ob ein Kind sein Leben selbstbestimmt gestalten kann, dafür kämpfen Eltern seit Generationen. Und leider ist es für viel zu viele genau das, ein Kampf für die Eltern und für die Kinder. Im Moment hängt Zukunft noch viel zu sehr davon ab, wie du heißt, wo du herkommst und nicht davon, was du kannst. Du sollst es einmal besser haben. Das war lange Zeit das Versprechen von Eltern an ihre Kinder. Wir von Bündnis 90 Die Grünen wollen, dass es zu einem Versprechen von uns als Gesellschaft an alle Kinder wird. Es gibt dafür ein ganz paar einfache, elementare Sachen. Ein Ganztagsplatz in einer guten Kita mit genügend ErzieherInnen, mit genügend Zeit. Schulen, bei denen das Klo funktioniert und die Fenster geöffnet werden können. Und in die man nicht nur gern geht, weil man da Freundinnen trifft, sondern auch, weil sie ein Ort zum Lernen und Leben sind. Weil sie Orte sind, an denen Verschiedenheit so richtig gut ist. Inklusiv, wie wir sagen. Und ganz wichtig, gute Bildung zu guter digitaler Bildung machen. Im März, da waren die Schulen dicht, super Projekte für digitale Bildung, wie die der jungen Tüftler hier auch. Corona hat gezeigt, das ist nicht, was hier passiert. Manche Eltern können sich ums Homeschooling kümmern, andere nicht. Und Hausaufgaben mussten mit dem Handy erledigt werden, weil der Computer fehlt. Und dann? Schulen müssen gut ausgestattet sein, aber SchülerInnen eben auch. Das ist nicht Privatsache, das muss Teil unseres Versprechens als Gesellschaft werden. Digitales Lernen, das ist aber auch sowas wie hier. Das ist Entdecken, das ist Basteln, das ist Ausprobieren, das ist kaputt machen und reparieren und wieder von vorne. So wie Hedy Lamarr. Einen anderen Blickwinkel suchen, neue Lösungen finden, aber auch die großen Veränderungen fangen im Kleinen an. Wir stehen weltweit vor einer gewaltigen Aufgabe. Die Klimakrise und die Corona-Pandemie haben uns noch einmal die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung klargemacht. Frei denken und experimentieren, das ist die Basis für neue Ideen und für Kreativität. Forschungs- und Erfindergeist helfen, Transformation zu gestalten. Und genau das brauchen wir. Wissenschaft kann uns als Gesellschaft helfen. Aber sie ist nicht bequem. Wenn sie uns zum Umdenken zwingt, erst recht nicht. Nicht von ungefähr klang es für Donald Trump nach der größten Drohung, dass Joe Biden auf die Wissenschaft hören würde. Mit Fakten und Wissenschaft gegen Fake News. Hedy Lamarr hat gesagt, die größten Persönlichkeiten mit den besten Ideen können von den kleinsten Menschen mit dem kleinsten Verstand mundtot gemacht werden. Strebe trotzdem nach Größe. Lasst uns nach Größe streben, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht um weit mehr als um Bildung. Es geht um das, was uns ausmacht. Darum, ob es gerecht zugeht. Ob wir in einer Welt leben, die mit den Umbrüchen klarkommt, in der wir die Erderwärmung stoppen. Und den Populismus auch. Hedy und du und deine Kinder und meine Enkelinnen und das Nachbarskind auch.